Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Unterkrumbach neben Heißbruck im Nürnberger Land. Wir möchten Sie in diesem Newsletter 91 ganz herzlich zum nächsten Wochenende einladen, zu unseren Jubiläumstagen, zum 25-jährigen Jubiläum der Möbelmacher. Wir haben ein kleines fränkisches Problem. Wenn Sie jemand in dieser Woche fragt, bist du am Freitag beim Dennis, dann meint er wahrscheinlich nicht, ob Sie Sport machen, sondern er fragt, ob Sie zu den Möbelmachern kommen. Denn da ist abends ab 19 Uhr Dennis Scheck, der Moderator von der ARD-Sendung Druckfrisch, bei uns zu Gast. Es wird ein ganz spannender Abend, musikalisch begleitet von der Gruppe The Lady and the Tramps, die schönen alten Swing spielen. Am Samstag kommt Holger Heuber, den Sie vielleicht aus dem Film Jäger des Augenblicks kennen. Er ist der erste gemeinsame Freund von meinem Kompagnon Gunter Münzenberg und mir. Und er wird auch einige verdammt alte Bilder dabei haben. Aber eben auch aus seinem Leben, von seinen Abenteuern, von seinen Expeditionen erzählen. Und am Sonntag das Collegium Musicum mit einem tollen Programm und einem Moderator, wo wir nicht ganz genau wissen, wo das hingeht. Es gibt bereits Rachetrunken. Am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr ist außerdem bei uns hier in der Werkstatt auch Tag der offenen Tür. Mein Kompagnon Gunter Münzenberg zeigt zusammen mit Mitarbeitern die komplette Fertigung von Küchen. Das heißt, Sie können viele Details sehen. Sie können vor allem sehen, warum es Sinn macht, so viel Zeit, so viel Aufwand in wunderbare Küchen und Möbel zu stecken. Außerdem unsere Ausstellung, die Jubiläumsmöbel, ein Programm, das wir entwickelt haben, das besonders preiswert ist. Es gibt auch jede Menge neue Stühle dazu. Schauen Sie rein in die Ausstellung. Wir tun uns mit der ganzen Planung einfach etwas leichter, wenn wir einschätzen können, wie viele Leute kommen, denn unsere Mitarbeiter machen auch was Feines zu essen. Also bitte anmelden, telefonisch, per Mail, per Webformular, ganz wie Sie möchten. Aber wir würden uns freuen, wenn Sie uns besuchen vom 14. bis zum 16. Juni nächste Woche.